Und herzlich willkommen zu Part 41 von Let's Play The Sims 4 Disney Legacy Challenge. Theoretisch ist das nicht wirklich Part 41, weil das hier die Special Episode wird, wo wir so ein, zwei, vielleicht auch drei Tage mit Flinny und Stefan verbringen werden. Im letzten Part sind die zwei ja ausgezogen und jetzt stehen einige Veränderungen an für die zwei. Die beginnen ihr eigenes Leben sozusagen und Amaya stürzt ab. Was machst du hier? Und ich habe mir noch mal ein bisschen Gedanken gemacht. Die zwei sind ja in das Haus von Snow und Jake gezogen, also das alte Haus, in der die Legacy gestartet ist. Ich weiß nicht, also ich habe ja im letzten Part schon gesagt, dass ich finde, dass das Haus jetzt nicht unbedingt so gut zu den Zweien passt. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich die zwei erstmal auf den Campus ziehen lassen möchte, also dass die ein bisschen mehr in der City sind und dann später, wenn die ihre Abschlussarbeit abgegeben haben quasi, dann werden sie sich hier niederlassen quasi. Und ich habe auch schon im Stream letztens gesagt, dass ihr mir gerne auch Häuser für die beiden bauen könnt. Da könnt ihr dann einfach wieder den Hashtag Simfinity verwenden, damit ich es dann auch finde. Und dann nehme ich vielleicht euer Haus. Es sollte so ein bisschen moderner sein als dieses Haus hier, weil ich finde, das passt einfach nicht von der Einrichtung und so zu den beiden. Ja, aber ich lasse euch da Freiraum. Geld haben die eigentlich ja auch ziemlich viel zur Verfügung. Also tobt euch da aus. Euer Kreativität ist keine Grenzen gesetzt. Ich würde sagen, wir lassen die zwei jetzt auch einfach mal auf den Campus ziehen, damit wir das dann auch direkt erledigt haben und die quasi dann morgen... Oh mein Gott, Spende an Uni tätigen, um Chancen zu erhöhen für... Was? Wir können die Uni bestechen? Oh mein Gott. Ich hoffe, das ist kein Fehler. 2000 Simoleons? Heidewitzka. Oh nein. Stefan hat der Universität eine großzügige Spende zukommen lassen und dabei betont, dass das Geld seine Chancen erhöhen soll, zu den speziellen Studiengängen zugelassen zu werden. Die Universität sträubt sich gegen den ziemlich offensichtlichen Bestechungsversuch und meldet Stefan der Ethikkommission, die ihm eine ordentliche Geldstrafe in Höhe von 500 Simoleons aufbrummt. Upsi! Das war nicht sehr schlau, aber ich wollte es mal ausprobiert haben. Ich hoffe, seine Bewerbung ist dennoch abgeschickt. Ja, sehr gut. Weil das wäre jetzt etwas schlecht gewesen, wenn die ihn jetzt nicht hätten studieren lassen. Aber wie gesagt, wir wollten ja eigentlich umziehen. Und zwar machen wir das hier. So. Stefan tätigt das Ganze, weil ich glaube, er wäre so das Organisationstalent. Und Flinny ist eher derjenige, der isst und heult. Relatable. Ja, das einzige Freihaus, was es gibt, ist dieses hier. Da wohnt zwar jemand, aber das ist uns ja ziemlich egal. Vielleicht können wir dann aber ein neues Haus hinstellen. Es gibt ja überarbeitete Versionen der Häuser. So, wir werden den leider rauswerfen. I'm sorry. Wir werden die Dings nicht behalten und das Grundstück können wir eigentlich auch planieren. Und werden uns dann ein neues Haus aussuchen. Okay, wow, was ein schönes Haus. Aber das ist wirklich sehr schön hier in Brightchester. Also, ich finde, die Stadt ist sehr, sehr gut gelungen. Also, die Optik ist mega cool. Jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwas Schönes finden, was den Zweien gefallen könnte. Ich bin mir gerade nicht so sicher, aber ich glaube, ich möchte die zwei auf den Campus einziehen lassen, was natürlich dann jetzt dumm ist, also in das Studentenwohnheim meine ich. Jetzt ist es natürlich dumm, dass wir für ein Haus nochmal Geld ausgeben, aber okay, wir gehen mal auf Grundstücke, 20 mal 15 und dann geben wir mal als Hashtag Brightchester ein, damit das auch von der Optik passt. Brightchester. Und dann gucken wir, ob es irgendwas Cooles gibt, was wir den Zweien hier hinstellen können. Es muss ja jetzt auch nicht mega fancy teuer sein. Das ist sehr, sehr schön. Ich mache mal eben auf derzeit beliebt. Okay, 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 okay. Das ist mega schön. Wow. 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 Sowas könnte ich mir halt super gut für die zwei in Windenburg dann vorstellen. Weil das ist immer noch so ein bisschen gemütlich, aber es ist trotzdem sehr modern. Also das, ich glaube, da hinterlasse ich mal ein Herz. Kann ich das dann, also ist das dann irgendwie gespeichert oder so? Grundstück aus, okay. Sehr gut. Aber für jetzt suchen wir erstmal was anderes. Und zwar eine kleine Studentenvilla.
120.000 im Monat. Also, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist auch schön. Ist das möbliert? Es ist möbliert. Yay, dann nehmen wir das doch. Oh, das Original ist von Civilisy. Die kenne ich. Zeig mal das Original dann. Hier. Dann nehmen wir doch auch erst die Dawn. Die ist so lieb, wirklich. Die ist mega, mega lieb. Ist ja schon eingerichtet und alles. Hat sie sehr schön gemacht. Nehmen wir das und stellen es uns auf unser Grundstück. Und dann haben die zwei auch endlich ein Haus. Wow. Wowie. Wow, ich frage mich immer, wie man so schön bauen kann. Ne? Guck mal, ob die genug Betten und sowas haben. Ah, ja, ja, das habe ich mir nämlich schon gedacht. Hier ist nämlich, das ist so richtig studentenwohnheimmäßig eingerichtet. Das werde ich jetzt mal eben hier löschen. Ein großes Bett brauchen wir für zwei große Männer. Die sind ja tatsächlich jetzt Männer. Das ist aber noch sehr komisch für mich, weil Flinny immer mein kleines Baby bleiben wird. Das Problem ist, eigentlich müssten wir ja nicht so mega shitty Sachen kaufen, weil... eigentlich hat der Stefan ja ziemlich viel Geld, aber ich finde das irgendwie cool, so ein bisschen low budget als Student zu leben. Ich glaube, wir nehmen dieses Bett, aber dazu müssen wir dann erstmal hier die Unterlagen aus dem Weg räumen. Ich finde, das sieht ziemlich cool aus. Ihr wundert euch nicht, Maya läuft die ganze Zeit da rum und erforscht das Zimmer, weil sie ist ja nicht schon seit 4 Wochen hier. Oh, heute 4 Wochen! Heute haben wir die Kätzchen 4 Wochen. Übrigens weiß ich, dass mein letztes Video auch ein Disney Legacy Video war. Aber ich schaffe es heute nicht, Teen Rex Riches aufzunehmen. Beziehungsweise ich wollte jetzt lieber Disney aufnehmen. Deswegen kommt heute die Disney Legacy Challenge. So, ich hoffe, ich bezweifle es. Ich glaube, wir müssen das Bücherregal entweder verkaufen oder vielleicht irgendwo hier unten hinstellen. Aber es passt nicht so wirklich hin, oder? Vielleicht an die Wand. Ah, da hat sie so... noch so eine Tafel. Nee, komm. Dann lassen wir das so. Dann haben die halt nicht so mega viel im Schlafzimmer, aber das passt schon. Was wir jetzt aber noch ändern werden, ist auf jeden Fall, dass wir eine Dusche haben. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man nur ein Waschbecken. Eine Badewanne hat. Und dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch warten, bis die zwei... Oh mein Gott, es hat auch noch ein Untergeschoss. Wie geil ist das denn bitte? Oh mein Gott, das ist so cool gemacht. Wow, I love it. Wir müssen jetzt nur noch darauf warten, dass die zwei, und wir haben sogar ein Fahrrad, dass die zwei eine Bestätigung bekommen, dass sie an der Uni angenommen worden sind. Die haben sich aber beide erst sonntags beworben im letzten Part, deswegen wird es ein bisschen dauern. Ich würde sagen, Flinny zieht erstmal eine Runde mit dem Fahrrad durch... durch die neue Stadt. Er ist sehr kokett. Die zwei sind einfach so verliebt. Ja, warum kommst du dann da jetzt nicht dran? Dann stelle ich dir... Oh, nein, 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 nein. Dann stelle ich dir das Fahrrad mal hier hin. Und dann kannst du hoffentlich damit herumfahren. Da-d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 a! Oh, Flinny. Juhu, wow. Siehst grandios aus mit dem Helm. Yay! Wir düsen im Sauseschritt und fahren ein paar Leute um. Aber das nimmt uns keiner krumm, weil wir sind Flinny White. Und wir brauchen ein Foto, weil das ist ein erinnerungswürdiger Moment von Flinny in seiner neuen Stadt. Hier beginnt sein neues Leben. Wow, ich bin sehr gespannt, was die Zukunft für Flinny offen hält. Das wird ja so ein bisschen... nebenbei alles passieren. Ich habe Story Progression ja aktiviert. Ich weiß noch nicht, ob das irgendwie so auch geht mit den Benachrichtigungen, wie das bei... Oh mein Gott, wir kriegen Besuch. Wie das bei Sims 3 geht, dass die wirklich halt richtig gut weiterleben. Who are you? Sarah Rachewan. Hallo! Flynn, Stefan, geh doch mal zu ihr und sag hi. Kann ich sie nicht begrüßen? What? Oh mein Gott, ich krieg Tränen in den Augen. What? Seht ihr das? Ich habe wirklich Tränen in den Augen. Oh mein Gott. Stefan fährt zweigleisig.
Mit dieser jungen Dame. Oh Maya, was machen wir denn jetzt? Was sollen wir tun? Stefan fährt zweigleisig. Was sagst du dazu? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was soll ich tun? Also ich glaube, wir werden jetzt einfach mal so tun, als... Also, dass Flinny davon nichts erfährt. Er wird jetzt einfach so ihr sagen, kannst du bitte nach Hause gehen? Keine Ahnung. Kann er sie irgendwie zum Gehen überreden? Oder keine Ahnung? Oh mein Gott. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht noch so ist, dass Stefan so eine Scheinbeziehung hatte, um vor Leuten aus vielleicht seiner erweiterten Familie oder weiß ich nicht, aus dem Kreise, weil er kommt ja aus sehr gutem Hause, vielleicht ist das da nicht so gern gesehen, dass man homosexuell ist, keine Ahnung. Vielleicht hatte er deswegen so eine Scheinbeziehung, weil eigentlich, oh mein Gott, ich schätze Stefan eigentlich gar nicht so ein, als dass er so einen Scheiß macht. Was zur Hölle? Oh mein Gott, das sollte so ein glücklicher Part hier werden. So, oh, die zwei fangen die Uni an, wie schön. Oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll, Leute. Wir werden uns kurz mit ihr unterhalten und werden sie dann zum Gehen bewegen. Oh, er hat eine neue Fähigkeit. Level 4 der Fitnessfähigkeit. Oh, Flinny, wow, wo bist du? Flinny, komm besser jetzt nicht nach Hause. Ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt nicht nach Hause kommst. Ich hoffe, er küsst sie nicht oder so, weil das wäre äußerst schlecht. Oh nein, guck mal. Wenigstens war das auch sein erstes Mal mit Flinny. Das ist gut, weil das wäre echt schade gewesen, wenn das irgendwie anders gewesen wäre, dass er schon vorher irgendwie was mit ihr hatte. Das bringt mich ja nur noch mehr auf den Gedanken, dass es wirklich nur so eine Scheinbeziehung war. Ich möchte mal ganz kurz, jetzt fällt mir gerade auf, jetzt kann ich mal, okay, die streiten sich sehr gut, jetzt kann ich mal den Stammbaum angucken. Okay, er hat noch einen Bruder, Malcolm Landgrab, den kennen wir ja auch. Was ist hier los? Oh mein Gott! Stefan hat nicht nur eine zweite Freundin, er hat auch eine Tochter mit dieser Freundin. Was zur Hölle? Oh mein Gott! Ich bin so schockiert. Amaya, was sagst du dazu? Wo bist du? Oh, nicht meine Speicherin. Hä? Ach, da oben bist du. Was sagst du denn dazu, Amaya? Oh mein Gott, ich bin schockiert, Leute. Ich bin so schock. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Ich habe irgendwie so im Gespür. Leute, lasst mich mal jetzt erklären, was ich im Gespür habe, weil, ne, ihr wisst. Also, ich habe irgendwie im Gespür, dass Stefan vielleicht in seiner Jugend immer schon gemerkt hat, oh mein Gott, ich bin anders, aber von ihm, von seiner Familie immer eingeredet worden ist, du hast so und so zu sein und das hier ist Sarah aus der Familie so und so und ihr zwei seid dafür bestimmt. Malte, Stefan hat eine Freundin und ein Baby. Oh nein. Was sagst du dazu? Ich halt so. Also, was ich noch sagen wollte, Sarah vielleicht auch ihm etwas untergejubelt hat. Versuch mir das gerade irgendwie zu erklären, aber es ist wirklich schockierend. Also ich hätte das von allen erwartet, aber nicht von Stefan. Wie gesagt, ich glaube, das mit dem Unterjubeln ist nicht ganz so unwahrscheinlich. Also ich könnte mir das gut vorstellen. Ich kenne Sarah jetzt nicht unbedingt, aber wie sie hier mit ihrer Bauchtasche vor unserem Haus steht und so ganz natürlich sagt, Hi Stefan, ich habe gehört, du wohnst jetzt in Rochester. Na, weiß nicht. Irgendwie schätze ich sie so ein, dass sie vielleicht da so ein bisschen manipulierend ist. Oh mein Gott, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schockiert ich bin. Ja, ich glaube, das hier wird vielleicht doch noch ein bisschen ausgereifter, dass wir vielleicht doch zwei Parts draus machen, dass die dann... Weiß ich nicht, dass wir die Story noch ein bisschen mit denen miterleben, weil das ist wirklich... Oh, crazy. Mega crazy. Also er ist jetzt hier noch unterwegs, er fährt auch in eine ganz andere Richtung, er kriegt davon jetzt gar nichts mit. Und Stefan redet einfach mit ihr und sie haben sich ja gerade schon gestritten. Ich glaube, Stefan wird sich jetzt noch mehr mit ihr streiten, ihr die kalte Schulter zeigen. Wie kannst du es wagen, einfach hier aufzutauchen? Du machst alles kaputt. Und ja, ich glaube, wir werden einfach...
Techniken kritisiert. Vielleicht das nicht, aber wir werden einfach mit ihr sehr viel streiten, weil ich glaube halt schon, dass Stefan auch jetzt genau das gefunden hat, was er will mit Flinny und ich weiß nicht, irgendwie ist das ganz kurios, dass es jetzt so gekommen ist und okay, weiter streiten. Du musst eben noch mehr, du musst sie anbrüllen und ich finde das irgendwie mal komisch, wenn die sich hinsetzen zum Streiten, weil wer sitzt und streitet. Und verspottet sie einfach mal ein bisschen, obwohl, nee, ich glaube, oh, ja doch, vielleicht verspottet er sie einfach doch. Wirf ruhig ein Getränk auf sie, das möchte ich jetzt bitte sehen, wie die Gute ein Getränk ins Gesicht bekommt. Aber das müssen wir aus der besten Perspektive ever mitbekommen. Wow, Stefan! Wow. Oh mein Gott, Flinny kommt nach Hause. Nein, Flinny fahr. Okay, Flinny fährt noch eine Runde. Sehr gut. Und jetzt soll sie bitte gehen. Ich will mal gucken, wo die Kleine, also wo die zwei wohnen. Und dass Stefan einmal zu ihr geht. Ey, ich hatte das so schön geplant, Leute. Diesen Part. Die zwei melden sich beide zur Uni an und genießen ihren ersten Tag. Gehen schön zusammen essen. Was passiert? Scheiße passiert. Oh mein Gott. Hier wohnen sie. Razuya? Hä? Hier. Okay. Oh mein Gott, und sie lässt einfach ihr Kind alleine zu Hause. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Was zur Hölle? Oh mein Gott. Hier ist Stephens kleine Tochter Imogen. Oder Imogen? I don't know. Imogen? Imogen! Ich weiß nicht, wie man diesen Namen ausspricht. Kann er sie kennenlernen? Vielleicht wusste er das ja bis dato auch gar nicht. Vielleicht ist Sarah jetzt auch gerade da hingekommen und hat so gesagt, Überraschung, ich habe eine kleine Tochter für dich. Und ja, wie gesagt, sonst könnte er jetzt hier sie gar nicht erst kennenlernen. Also er würde sie ja schon kennen. Okay, er wird sie jetzt einmal umarmen, weil ich meine, wie gesagt, ich glaube nicht, dass Stefan da dann so kalt ist und deshalb würde er auch nicht zweigleisig fahren, weil ich glaube, er ist halt einfach so voll der Familienmensch und oh mein Gott. Oh mein Gott. Also ich bin so überfordert, Leute. Ich weiß nicht, was ich glauben soll und was ich denken soll und oh mein Gott. Okay. Ich glaube, Stefan wird jetzt einfach nach Hause düsen und versuchen, das Ganze irgendwie hinter sich zu lassen. Nicht hinter sich lassen, aber zu verarbeiten und weiß nicht, sich jetzt erstmal auf die Uni zu konzentrieren. Was ich mir gut vorstellen könnte, viele von euch haben auch schon vorgeschlagen, oh Nina, es wäre voll cool, wenn die zwei irgendwann Kinder adoptieren würden. Wir könnten theoretisch Imogen oder wie auch immer man sie ausspricht, in die Familie aufnehmen. Also noch nicht jetzt, die zwei sollen erstmal ihr Uni-Life leben. Aber vielleicht, wenn sie dann weiß nicht, ein Kind ist oder so, könnten die zwei die Kleine adoptieren, wenn sich herausstellt, dass Sarah einfach keine gute Mutter ist. Wie gesagt, sie hat ihr Kind gerade auch alleine im Apartment gelassen, was keine Mutter machen würde. Ja, ihr könnt mir da gerne Kommentare in die Kommentare schreiben, wie ihr darüber denkt. Also wie gesagt, ich glaube, wir müssen definitiv hier noch einen zweiten Part draus machen, weil eigentlich wollte ich in diesem Part schon mit denen zur Uni gehen, aber wow, 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 wow. Ich glaube, okay, hier kommt das Ding. Ich glaube, Stefan würde mit Flinny drüber reden, weil ich denke, dass er nicht möchte, dass die Scheiße noch scheißiger wird. Also, dass er will sich da nicht noch mehr reinreiten. Und ich glaube, die zwei sind einfach auf so einer Wahnsinnsebene, auf so einer krassen Vertrauensbasis, dass er jetzt einfach mit ihm reden muss und ihm die Wahrheit erzählen muss, weil das geht jetzt einfach eine Nummer zu weit, dass er plötzlich ein Kind da hat. Und deswegen würde er ihm jetzt eine dramatische Geschichte erzählen, wie er zu seinem Kind gekommen ist. Und ja, dann muss er das ganz dringend auch wirklich richtig beenden hier mit Sarah, dass er sie bittet, nur Freunde zu sein, beziehungsweise er möchte, glaube ich, nicht mal befreundet sein. Ihr seht, die zwei sind einfach wirklich mega in love. Sie sind mega, mega, mega in love. Er wird dann noch das Geheimnis erzählen und hoffen, dass Flinny das gut aufnimmt. Ich glaube, anders kann er ihm das auch gar nicht offenbaren. Ne? Oh, hier können wir noch ein streng vertrauliches
Geheimnis enthüllen und eine tiefgründige Unterhaltung, dass die zwei einfach wirklich gut drüber sprechen. Und würde ihm nochmal sagen, hey, du bedeutest mir alles, ich schwöre es dir, das hatte nichts zu bedeuten. Oh mein Gott, ich kriege schon wieder Pipi in den Augen. Oh mein Gott. Ich liebe die zwei einfach so sehr. Die sind einfach meine Babys. Da kommt Malcolm. Das ist der Bruder von Stefan. Weißt du, Malcolm, gerade ist nicht der richtige Zeitpunkt irgendwie. Wo sind die zwei? Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist los mit euch? Nee, du sollst ihm deine melancholischen Gedanken erzählen. Da. Ach, Flinny, warum tust du eigentlich nichts, was ich dir sage? Naja, aber ich glaube, die zwei können das durchstehen. Ich bin nicht der Meinung, dass es einen riesen Keil zwischen die beiden treiben wird, weil Flinny eben so super verständnisvoll ist und vor allem ist es Flinnys erste Beziehung. Er hält daran einfach so sehr fest. Vielleicht ist er innerlich schon ein bisschen verletzt, aber er zeigt Stefan das gegenüber jetzt nicht so, weil er einfach auch für Stefan da sein möchte. Er merkt ja auch, dass Stefan das auch sehr bedrückt. Ich glaube, Stefan geht mal eben zu seinem Bruder raus und kann er ihn einfach umarmen oder so? Geheimhandschlag? Wow. Ist das der Landgrab-Geheimhandschlag? Jetzt bin ich mal gespannt, was es für einen Geheimhandschlag hier gibt im Hause Landgrab. Ich kann es nicht glauben, dass Flinny sich ein Landgrab geangelt hat. Wow. Ah, okay. Da kommt noch was. Aha. 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 Er wird ihm jetzt auch erzählen, Bro, ihr müsst das einfach mal alle akzeptieren, dass ich homosexuell bin. Ich kann es nicht länger für mich behalten, weil ich wohne jetzt hier mit meinem Freund zusammen. Aber ich liebe dich als Brudi. Ja, er muss das jetzt einfach allen erzählen und in die Welt hinausschreien und hoffen, dass seine Familie das akzeptiert. Ich meine, viel ist von der Familie nicht mehr über. Familienrat geben. Oh mein Gott. Warum gibt es so süße Interaktionen, die ich nicht kenne? Stefan eröffnet mir eine völlig neue Welt. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Irgendwie finde ich es voll spannend, die Landgrabs mal mit in der Familie zu haben, weil ich habe noch nie mit denen gespielt. Und Flinny ist einfach, glaube ich, ein bisschen überfordert. Er muss ein bisschen pinkeln. Oh mein Gott. Und vielleicht, ja, das ist eine gute Sache, vielleicht kann Flinny danach eine Runde in sein Tagebuch schreiben. Okay, jetzt geht er nicht pingeln, sondern geht direkt in sein Tagebuch schreiben und erzählt seinem Tagebuch einfach davon, wie er sich wirklich fühlt. Und ja, vielleicht frisst Flinny das jetzt so ein bisschen in sich rein. Er ist ja ein sehr düsterer Sim und ja, es scheint hier zwar alles super glücklich und so und er ist super froh, dass er endlich mit Stefan zusammen wohnt, aber ich glaube, so ein bisschen bedrückend tut es ihn schon. Malcolm muss nach Hause, okay, dann auf Wiedersehen, mein lieber Brudi. Und wo ist denn Stefan jetzt? Er geht erstmal, er geht sich eintrinken, nee, er geht aufräumen, aber danach kann er sich dann eintrinken. Los, trink ein. Liebes Tagebuch. Heute bin ich mit der Liebe meines Lebens zusammengezogen. Leider hat sich herausgestellt, dass er noch eine Freundin hat. Und ein Mädchen. Ein kleines Mädchen. Ein Kind. Ich weiß nicht, wie ich fühlen soll. Ich fühle mich wie von einer Lokomotive überfahren. Aber innerlich könnte ich Trommel schlagen. Und ich habe immer noch Schmetterlinge im Bauch, weil ich Stefan so sehr liebe. Aber was soll ich nur tun? Okay, und jetzt wird Flinny, stopp. Jetzt wird er Mama anrufen. Wo ist Mama? Da. Jetzt wird er mit Mama anrufen und mit ihr plaudern. Oh nein, das war ein Energy Drink. Oh, ups, wir haben 3 Uhr in der Nacht. Was? Ich schlafe. Ruf später nochmal. Ach, Mama, ich brauche jetzt deine Hilfe. Oh nein. Okay, versteck mal dein Tagebuch. Versteck es im Bett. Los, tu es. Wow. Was ein Tag, Leute. Oh mein Gott. Ich hatte das wirklich ganz anders alles geplant. Aber das Leben passiert, wenn du dabei bist, Pläne zu schmieden. Ew.
Nein, aber manchmal kommt es einfach ganz anders als geplant. Wie gesagt, wir werden im nächsten Part dann auch noch mit den Zweien spielen und dann wirklich an die Uni gehen und gucken, wie es weitergeht. Ihr könnt mir jetzt unter diesem Part eben schreiben, wie ihr denkt, wie die zwei mit der ganzen Situation umgehen und wie es mit Sarah und mit Imogen oder wie auch immer. Schreibt mir mal auch mal in die Kommentare, wie man diesen Namen aussprechen könnte. Ich gebe es mal ganz kurz bei Jubit. Was ist Jubit? Bei YouTube ein, ob es ein Video gibt, wo das pronounced wird. How to pronounce Imogen. 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 Imogen? Imogen? Imogen. Oh mein Gott, damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Warte, wir wollen noch ein anderes angucken, ob der da auch Imogen. Imogen. Es heißt tatsächlich Imogen. Oh mein Gott, okay. Imogen. Also, schreibt mir auch in die Kommentare, wie es mit Imogen weitergehen soll. Ob die zwei die adoptieren sollen oder keine Ahnung. Und ja, im nächsten Part werden wir dann noch sehen, ob die zwei an der Uni angenommen werden oder nicht. Und ich hoffe, euch gefällt das so. Wie gesagt, keine Panik, wir kehren auf jeden Fall wieder zu der Disney-Family zurück im übernächsten Part dann. Also in Part 41, in 43 werden wir dann voraussichtlich wieder zu Snow und Co. zurückkehren. Ich habe die Alterung ausgestellt, also John oder irgendwer wird jetzt auch nicht altern, während wir weg sind. Und ja, ich finde es äußerst spannend. Ich hätte damit nie gerechnet, dass das so eine Wendung nimmt, aber naja, das Leben passiert halt, ne? Wie gesagt. Okay, dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und das war der falsche Rhythmus, aber bis dann. Tschüss.